Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Zufahren in der Zeitzeuge-Geschichte von Stefan Schmidt. Ja, warte, ich mach den Tankschlauch wieder hier rein. So, ist alles wieder drin. David, danke, danke, danke. Bitte, bitte. Ne, falls eine Rechnung kommt, könnt ihr die an uns schicken. Ansonsten schickt ihr die an die Gemeinde. Ja, schickt mal die Gemeinde. Gut, alles klar. Wie gesagt, ich bedanke mich. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Jetzt kommt wieder die Herdi angelaufen. Ja, Günther. Hallo. Hi. Wir sind gerade am Auspadovern, ob das mehr Sinn macht, selber zu arbeiten oder euch zu beauftragen. Für was denn? Kalken auf der 24. Die hat 1,87 Hektar. Ja. Kannst du uns sagen, was das kostet? Dann würden wir das mal gegenrechnen mit der Zeit, die wir brauchen fürs nächste Mal. Sekunde. Fritz? Ja. Hast du, hast du einen groben Preis für Kalken für ein Feld von 1,78 Hektar? Hast du eine Feldnummer? Gunther, ich brauche eine Feldnummer. 24. 24, Fritz. Warte, sag ich dir sofort. 640. 640 Euro, Gunther. Okay, Kalk kommt dann von uns, gell? Ja. Ja. Okay. Aber wir haben es im Lager bei uns, also wir könnten auch von uns nehmen, dann müssten wir euch aber dann trotzdem berechnen. Ja, okay, dann rechnen wir das fürs nächste Mal durch. Dankeschön. Ja, gerne. Warum er jetzt gerechnet haben wollte, ich kann es dir nicht sagen. Ja, wahrscheinlich, ob wir billig oder teuer sind. Ja. Soll er mal einen Fischstall fragen, wie teuer die sind. Fahr doch mal schneller. Witz, komm raus, du bist im Single, näher geht nicht, Tür klemmt. Wartet jetzt eigentlich wieder mit Ernten erstmal, ne? Ja, nächsten Monat geht's weiter. Ja. Mit Hirse, Hirse, Hirse. Da gibt's ein paar vor der Hirse. Jo. Du fährst in den Zaun rein. Super. Klasse. Ich bin nicht gegengefahren. Nochmal, nochmal, schön. Ich bin nicht gegengefahren. Mann, 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 Mann. Nochmal, ich bin nicht dagegen gefahren. Das ist, wenn man den Führerschein im Lotto gewinnt. Ach, dieser Kerl, ne? So, ich hoffe für den Rehbachhof, dass unser Striegel wieder da ist. Das kann ich nicht sagen. Sonst wird's teuer. Der ist wieder da, dann kann ich eine Rechnung schreiben. Du lieferst auch wieder da, ne? Ne, nee, das ist noch unterwegs, aber die Rechnung mache ich auch noch. Ja. Aber der Fendt ist noch unterwegs. Ja. Ich weiß. Ah, Ladewagen ist auch wieder da.
du bist da noch am Waschen, ne? Bin fertig gerade. Ja, ja, alles gut. Ich pack gerade ein. Ich bin hier was am Recherchieren. Was bist du denn am Recherchieren? Zu unserem Striegel wegen den Leihgebühren. So. So. So, was haben wir denn jetzt noch für Aufträge? Genug, du kannst noch genug machen. Und dann kümmere ich mich um das Stroh sammeln erstmal. Ja, ich kümmere mich um Feld 1. Ja. War klar, dass du den John hier nimmst. Hä? Ich stehe hier noch am Drescher. So. Ich hätte dich gefragt, ob ich den John hier nehmen darf, aber... Ja, mach doch einfach. Ich habe mein 10,50. Okay. Weil ich muss jetzt striegeln. Lässt du den LKW gerne unter dem Silo stehen? Der kann da mal kurz stehen bleiben. Was ist denn los mit dir? Das war eine Frage. Also hat man gesagt, Stroh erstmal nach hier oder soll ich direkt zum Landhandel fahren? Nee, lass das mal hier wegen Ballenpressen im Winter. Ah, ja, stimmt. Ich muss den LKW nur noch ausmachen, weil der hat abgekippt. Oh, und der Fendt muss in Erwartung. Echt? Oder? Ja. Der ist im Eimer. Sehr gut, dass wir jetzt den Johnny haben. Hey, du fährst in die gleiche Richtung wie ich? Ja. Mach mal deine Rundumleuchten an. Ich hab keine. Ah. Ist kurios, hat Johnny das nicht verbaut, ne? Ja. Wie schnell fährt dein Trecker? 53, 54 Stunden Dreh. Dann mach mal Platz, ey. Ich muss sie überholen. Glaub das hier alles nicht. Müssen wir jetzt beide abbiegen. Ich biege aber zuerst ab. Ganz hier. Ich glaube, ich schalte das gleich mal kurz auf dem Rückweg mal beim Rehbachhof an. Ja, warum? Weil die haben ja, die sind ja auch Johnny-Freunde. Ach so, ja. Wenn die den dann sehen. Das stimmt. Oder jemand Geld überwiesen. Ja. Ich schau mal eben nach. Das Akkucenter, oder? Akkucenter.
Nee, der Ahnenhof. Ui. Und zwar für die Leihmaschinen. Fast 2000 Euro. Mhm. Oder über 2000 Euro. Respekt. Gott sei Dank habe ich so einen kleinen Traktor nur genommen für das Feld hier. Ja, echt. Ist ja richtig überfordert mit dem Traktor, ne? Ja. Hat er das überhaupt noch zieht, wundert mich. Ja. Ich hab GPS noch eingestellt gerade. Ja. Geh mal Telefon, ich bin gleich wieder da. Hallo Rehbach. Bolek. Stefan, mein Freund. Guck mal, was ich Schönes hab. Endlich was Vernünftiges. Hat Fritz mitgebracht, das ist ein Vorführer. Warum Vorführer? Musst du kaufen, das ist ein gutes Ding. Ja, deswegen haben wir uns den ja geholt. Oder hat Fritz den geholt, damit man uns gegebenenfalls kaufen. Endlich machst du vernünftige Sachen, weißt du? Aber geil mit der Lackierung hier vorne, ne? Das ist gut. Ich sagte zu Fritz gerade, ich muss mal zum Rehbach hochfahren. Mach direkt 2 PS mehr, ich glaube. Ja, bei den ganzen Blitzen drauf, ne? Tack, tack. Darfst du auch gerne mal reinsetzen, wenn du möchtest. Na, dann ist weg. Ich bleib hier vorstehen. Ey, die Drache, weißt du? Ich hab eine Erinnerung. Aha. Das schöne Ding. Ja. Machst du Fotos zu Facebook, dann hast du Erinnerung. Ja, wir haben schon genug Fotos gemacht, Bolek. Ah, das schickes Ding. Jetzt, ich glaube, ich muss mal kurz in meine Zimmer gehen. Guck mal. Oh. Langsam. Ja, der ist nicht so schnell. Ist gut. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Ah, schicke Ding. Ja. Wenn das sehen meine Kollegen, die denken alle kaufen wollen. Ja, ja. Was kostet diese? Warte, kann ich dir sofort sagen. Aber es ist schön hier neben dir zu sitzen. Ohne den ganzen Schnickstack 235.000. Boah, das Schnäppchen, ich glaube, ich kaufe. Ja. Komm, fährst du mit jetzt mal. Aber mein Fiat läuft noch, aber ist egal, ist nur Diesel. Eben. Mache was für CO2, nur weißt du. Du, eine kurze Frage, wie gut kannst du den Transportteil hier leiden? Wer ist diese? Wo ist diese? Der Marco, dieser Andreas. Ich weiß nicht, ganz komischer Typ. Willst du mal lachen? Ich lache immer. Gib mir was zu lachen, noch mehr. Guck einfach mal hier auf den Hof drauf. Ich glaube, diese Person, ich glaube, es freuen sich diese Andreas. Ja. Es hat ganze Schweinefutter, was wir beim Guido wegtun mussten. Der ist gut entsorgt, ja, würde ich sagen. Ja, der hat keine Abladestelle dafür, also muss ich mir das auch so hinkippen. Aber nicht, dass nachher sagt, dass nachher er macht einen Schweinestall bei mir. Dann kriegt er Ärger. Vergiftige Schweine, weißt du? Dann kriegt er richtig Ärger, glaub mal. Dann können wir den weil der liegt ja jetzt in der freien Natur. Sag, ist nicht gut. Nein, und dann ist so oder so vergiftet. Ja, nicht, dass jetzt das durch Wind zu meinem Schweinefutter geht. Nee, glaub ich nicht. Ich hoffe für dich. Es ist aktuell kein Wind gemeldet. Sage du. Ja, dann noch einmal hast du abends ein Tornado über deine Ortschaft fliegen. Hey, wir leben in Deutschland. Heute ja. Schön, morgen Gewitter und 6 Grad. Aber hallo.
Oh, jetzt hat er noch einer tot so gemacht. Ja, ich mach schon, entspannt. Aber du bist allen Schatz. Ja, du kennst mich doch. Ja. Kannst ja auch Zeit lassen mit dem Einstein, das dauert ja. Es ist schnell Tor, es ist ganz gute. Oh, das ist so nervig. Hast du bauen lassen von anderen nicht-deutschen Firma? Ja. Die hat auch so langsam gearbeitet, so langsam wie das Tor auch aufgeht. Und dann vielleicht haben gebaut Beamte. Ja, das kann auch möglich sein. Beamtentor. Das kann auch möglich sein. Jetzt hat Fritz den LKW da stehen gelassen. Da muss ich mal an der Seite ranfahren. Nee. Soll ich fahren den LKW weg, wenn der Schlüssel steckt? Der steckt immer, ja. Also ich finde, das ist Service für dich, wa? Ja. Wenn du eine richtig coole Sau wärst, wäre, wenn du den auch noch in die Halle stellen könntest. In welche Halle? Hier vorne, wo die Traktoren immer drin stehen. Ich kenne den Hof nicht, weißt du? Ich muss gucken. Ah, diese hier. Ja. Dafür bringe ich euch gleich eine Ladung Stroh. Oh, sehr gut. Hab ihn gerade alles verkauft, dann bist du okay. Bring noch mehr Stroh. Habe nur ganz wenig Strom lager, deswegen. Das ist Strom von der Gemeinde, also macht im Ende machst du so oder so Gewinn mit. Das ist gut, dann verkaufe ich wieder. Ja. So, LKW ist drin. Perfekt, du bist ein Schatz. Ja, ich weiß. Ich werde ganz rot. Ja, muss aber nicht rot werden. So, wenn ich abstellen. Was hast du? Ich kann nicht abstellen, diese Rotwelle. Ach ja. Das ist hier, das ist jetzt blöd, weil der muss immer, weil hier jetzt so viel auf dem Hof steht, muss er immer hier rückwärts rausfahren. Bist du nübel. Aber warum hast du alle Maschinen schwarz-gelb? Weil schwarz-gelb meine Lieblingsfarbe, beziehungsweise die Farbe von meinem Lieblingsfußballverein ist. Ja, ich glaube, ich habe gewonnen, 4-2 oder so, ne? Ja, ja. Wir haben heute Abend gespielt. Haben einmal gewonnen jetzt, weißt du. Jetzt ist wir sind Tabellenführer. Ja, ist Anfang, ne? Ja, dritter Spieltag. Das zählt noch nichts, ich weiß. Ja, wir können uns übrigens einmal Tabellenführer nennen. Für eine Nacht zumindest schon mal. Da Meister werden muss oder so nicht. Ja, ich weiß nicht. Nein. Wo ist denn dein Chef schon wieder? Ah, weißt du doch, ist immer viel unterwegs, macht Geschäfte, macht Urlaub, macht krank. Oder ist der wieder Fußball gucken? Ich weiß nicht. Ach, müsste ich jetzt einer weiterfahren müssen. Oder? Nee. Hey, kannst du auch hier fahren. Ja, aber so hätte ich, muss ich jetzt immer abbiegen. Kack. Ist deine Problem, nicht meine. Sprit bezahlt die Gemeinde. Aber willst du mal lachen? Schon wieder? Ja, ich bin gerade eben im Mähdrescher liegen geblieben, ich hatte keinen Sprit mehr drin. Tag, vielleicht meine Fiat gleich auch nicht mehr. Und Fiat ist auch leer. Rufen Landtanen an, die betanken nicht umsonst. Umsonst? Als ob Guido umsonst bezahlen. Also der David hat gesagt, weiß nicht, wo das abgezogen wird. Hm. Ich glaube, dein Funkgerät hat gerade... Er hat Aussetzer ein bisschen. Achso, so. Aber danke für gute Fahrt. Gerne, gerne. Wir sehen uns, mein Lieber. Viel Spaß mit diesem Gerät. Jo, ciao, ciao. Ja. Ihr versteht euch, ja? Genau, ja. Was geht denn hier im Funk ab? Ganz einfach. Der Landhandel und ich, wir verstehen uns super. Ja, und der Arnhof und ich verstehen uns auch super. Es läuft. Ja. Genau, das LU und ich verstehe es auch Stefan, super. Genau, Stefan, verstehst du dich als Praktikant auch gut mit dem LU? Ich habe mal eine Frage, Gunther. Ja? Was ist jetzt mit dem Raps? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Dass du mit einem Pickup... Oh, ich bin auf falschem Feld. Merke ich gerade. Das falsche Feld, Kalx, meinst du? Ja, richtig. Mit einem Pickup. Naja, gut. Aber du weißt Bescheid, ne? Ich komme gleich vorbei wegen dem 1050. Ja, mach was du willst, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, ich gebe dir den aber ab. Ja, ich bin aber gar nicht da.
Er ist ja nicht schlimm. Also ich ziehe ihn von dem Feld hier bis oben hin mit meinem Pickup. Ja, mach das auf jeden Fall und du weißt Bescheid. Ja, gut. Hier passieren Sachen in dem Dorf. Das sag ich dir. Ganz wilde Geschichten. Wenn du auf dem Nachbarfeld siehst, dass jemand einen Kalkstreu mit dem Pickup zieht. Ja, warum sind hier auf einmal so viele Leute? Ihm war hier noch keiner in der Gegend. Wir sind schon die ganze Zeit hier in der Ecke. Kannst du als nächstes hier unten die Bahn machen? Fritz, wenn er dich stört, fahr am Platz. Quatsch, der stört mich nicht. Guck mal, der arbeitet so ordentlich und akkurat. Wen haben wir denn jetzt verkauft? Also Bolek wollte den auch den Traktor schon kaufen, ne? Ja? Ja. Sehr gut. Lohnunternehmer aus Reber, Stefan Spielerbach, hat kann für Sie tun? Und servus, Reberhof. Hi. Olaf am Rad. Hi. Du, ihr wart ja gerade bei uns und wir hätten da noch Felder zu düngen. Und zwar erst mit Mist, so wie es geht, und dann die Gülle. Für den Rest. Also Miststreuer haben wir keinen. Habt ihr keinen? Nein. Die Gülle? Ja. Moment, da muss ich gerade schauen, ob das reichen wird für alles. Oh, Gülle, na, das reicht nicht für alles. Ne, der Miststreuer haben wir leider keinen. Oh, gibt's im Dorf jemand, der Miststreuer hat? Warte mal gerade, mal gerade wegdrücken, der Telefonat. Es geht doch weg, du blödes. Wer Miststreuer hat, boah, gute Frage, nächste Frage. Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall keinen. Ja gut, sei es drum. Olaf? Ja? Hast du ein bisschen mitgehört? Auf dem Landhandel sind gerade Güllewochen. Das heißt? Ich kauf Gülle bei uns. Ja, Gülle haben wir ja selber, wir brauchen bloß zum Ausbrüttechnik. Also, wir hätten Mist und Gülle, weißt? Ja, wie gesagt, Gülle fast haben wir, aber wir haben keinen Miststreuer. Wenn die Gülle ja, nicht reicht? Auf. Ja, ich weiß nicht, 40.000 Liter hätten wir auf Lager, ich weiß nicht, wie für weit welches Feld wäre das denn? 15, 16, 26 und dann neben der Mühle, der Mehlmühle. Ja, ich weiß, welches Feld du meinst. Also die 40.000 würden auf jeden Fall schon mal für 15, 16 reichen. Auch da für, gehe ich von aus. Ja, für die 26. Das ist dann eng, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Pass auf, ich organisiere einen Miststreuer, ich sag dir Bescheid. Mhm. Ja? Ich melde mich gleich also später nochmal bei dir. Ich würde sagen, weiß nicht, denkst du für 26 wird es reichen? Wie viel Mist hast du denn? Na, die Gülle. 40.000. Mist haben wir 77.000. Jein. Bin jetzt unschlüssig dafür, ja. Ja, mach mal die zwei Felder und dann schauen wir mal weiter. Also auf, 15, ich 16 so, ich, auf jeden Fall erstmal mit Gülle. Ja. Und den Rest schauen wir denn. Also ich, weiterfahren. Ja. Meldest dich, wenn du soweit durch bist. Ich kann, wie gesagt, einen Miststreuer besorgen. Ne? Ja, das wäre super, weil dann kriegen wir den Mist auch mal weg. Ja, aber dann müsste ich euch leider eine Rechnung dafür stellen, ne? Ja, dann ist das leider so. Ne, nur wenn damit du einen guten Preis machst, dann kommen wir da schön zu Gang. Ja. Kommen wir schon überein. Ja, kriegen wir schon hin. Denke ich auch. Alles klar. Wie gesagt, ich melde mich. Sobald ich einen Miststreuer habe, sage ich Bescheid. Super.
Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Oh, heute klingelt das Telefon aber nur. Ja, Paul. Hallo, ich bin's wieder. Ja, weiß ich, deswegen habe ich schon gesagt, hallo Paul. Ja, schön, ne? Ja. Feld 26, wie viel würdet ihr da nehmen, Mineraldünger streuen? Feld 26. Warum hat. Hä? 26 hat gerade der Reberhofe angerufen. Ja, kann sein, aber wir haben das ja mal gedüngt und das sollen wir der Gemeinde in Rechnung stellen. Deswegen muss ich ja mal wissen, wie viel dabei rumkommen würde. Sekunde. Düngen, sagtest du, ne? Ja, mit Mineraldünger. Sekunde. Machen wir schon hier düngen. Kobern, Mulchen, Säen, Walzen, Striegeln. Da. 26. 1500. Alles klar, vielen Dank. Jo, gerne. Guten Tag noch. Auch so. Boah, Fritz. Ja. Ich habe jetzt mal einen Auftrag angenommen zum, Mistfahren. Wir müssen eine Miststreuer besorgen. Ja, geil, da freue ich mich drauf. Ich rufe jetzt gleich den Guido an, der soll einen bestellen. Weißt du warum? Warum? Dann kann der, wer hat dir denn den Auftrag gegeben? Der Reberhof. Ja, dann sollen die den Mist ans Feld liefern. Ja. Dort abkippen und dann komme ich mit dem Teleskoplader immer befüllen. Wenn du da Bock drauf hast. Ja, na sicher immer. Ja, ich ruf mal gerade den Guido an. Folge finde ich auch immer schön, sich schön mit dem Chat unterhalten. Die YouTuber können darauf auch kommentieren. Guido Pech, Landtunnel, was kann ich für Sie tun? Der Stefan hier, Rai. Moin. Ich müsste was ausgeliehen haben. Ja, was brauchst du denn? Ein Miststreuer. Ein was? Ein Miststreuer. Ich hab gar keinen. Ja, könntest du einen organisieren? Bestimmt. Ja, ich werde mich gleich mal ein bisschen rumtelefonieren und dann werde ich dir einen besorgen. Das ist lieb von dir. Ich danke dir. Das kann von mir aus der Größte sein, weil das geht in Rechnung an den Kunden. Okay. Ja? Weiß ich Bescheid. Ich mach mich schlau. Gut, alles gleich. Danke dir. Jo, bitte. Ciao. Ciao. Ich habe einen bestellt. Sehr gut. Beziehungsweise der Guido kümmert sich drum. Ich habe dem gesagt, das kann für mich so Größe sein, weil die Rechnung geht die anderen Kunden. Ja, richtig. Ja. So, ich fahre jetzt mal den 1050 in der Werkstatt. Ja. Wäre schön. Was machst du gerade? Ich wollte jetzt noch einmal ans Feld fahren, diese zwei, drei Bahnen Stroh einsammeln und dann wollte ich jetzt zum Hof bringen. Ja. Gut. Ich habe gerade eine Ladung an den Reberhof gebracht. Dann nehme ich ein Taxi. Nein, ich kann nicht holen können. Okay. Fahr zum Reber, zum Landtunnel, bring den Traktor weg. Bevor ich zum Hof fahre, komme ich dich holen. Alles gut, dann machen wir das so. Ja. Noch gar kein Problem. Ich kann dir auch direkt sagen, wie viele Bahnen ich hier noch habe. Sekunde. Zweieinhalb Bahnen sind dann noch. Oh, alles gut, ich bin ja jetzt erstmal am Hof, also beim Landande. Ja. Ne, ich komm nicht holen. Jo, bis gleich. Bis gleich. Kann man den Fritz jetzt gleich eben schnell holen. Ist auch kein Problem. Pressekonferenz PVB gegen Heidenheim. Jawohl. Ruf ich mir aber nicht an. Aber ob man den Fritz Rückschulen fahren? Nein, ich weiß, den fahren wir Rückschulen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Tino Freezy vorbei, bei den anderen von der Side Story. Und schaut sogar mal bei Modbox vorbei. Bei Modbox, da kommen immer geile Videos raus. Jeden Tag kommen da neue Mod-Vorstellungen raus, egal ob Traktoren, Anhänger, Gebäude oder sonst was. Ja, ich würde das dann sagen, auf einmal ist es dunkel geworden. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.